Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Familie Einstein näher vorstellen zu können, nach der die frühere Langemarkstraße in Grigshaber jetzt benannt ist. Die Geschichte der Einsteins ist eng mit dem Augsburger Stadtteil verbunden. Die Familie gehörte über mehrere Generationen der jüdischen Gemeinde an, die es früher in Grigshaber gab. Die Familie Einsteinstraße setzt deshalb nicht nur der Familie selbst ein Denkmal. Sie erinnert gleichzeitig an die Landjudengemeinde, die mehr als 3 Jahrhunderte in Grigshaber ansässig war. Erstmals nachweisen lässt sich die Ansiedlung von Jüdinnen und Juden für das Jahr 1570. Grigshaber war damals ein selbstständiger Ort in der vorderösterreichischen Markgrafschaft Burgau. Diese frühe Ortsansicht entstand etwa 200 Jahre später. Da das Haus Habsburg die Ansiedlung von Jüdinnen und Juden aus machtpolitischen Erwägungen förderte, wuchs die jüdische Gemeinde in Grigshaber stetig an. Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sie rund 400 Mitglieder und stellte damit die Mehrheit der Ortsbevölkerung. Danach ging ihr prozentualer Anteil allmählich wieder zurück. Als das Königreich Bayern Jüdinnen und Juden 1861 Niederlassungsfreiheit gewährte, setzte eine starke Landflucht ein. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die jüdische Gemeinde in Grigshaber deshalb nur noch 45 Mitglieder. Ein Jahr nach der Eingemeindung des Orts in die Stadt Augsburg schlossen sich die Grigshaberer Jüdinnen und Juden 1917 mit der israelitischen Kultusgemeinde im Zentrum zusammen. Dem reformierten Ritus der Innenstadtgemeinde wollten sie aber nicht folgen. Deshalb hielten sie weit ihre eigenen traditionellen Gottesdienste in der Synagoge in der Ulmer Straße ab. Auf dieser Aufnahme der Ulmer Straße vom Beginn des 20. Jahrhunderts sehen Sie die Synagoge als drittes Gebäude von links und daran anschließend auch die ganze Reihe der ehemaligen jüdischen Wohnhäuser, die mit der Synagoge bis heute erhalten blieben. Die Familie Einstein lebte seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Grigshaber. Als erstes Familienmitglied ließ sich Michael Einstein im Ort nieder. Er stammte aus der jüdischen Gemeinde Buttenwiesen, 30 Kilometer nördlich von Augsburg. 1831 erwarb er von seinem Schwiegervater Leopold Oppenheimer das Anwesen in der heutigen Grigshaberstraße 7. Dort zog er mit seiner Frau Fanny 2 Töchter und einen Sohn groß. Den Lebensunterhalt für die 5-köpfige Familie verdiente Michael Einstein als Metzger. Sein Sohn Simon folgte seinem Beispiel und erlernte ebenfalls das Metzgerhandwerk. 1869 heiratete er Babette Münster aus dem fränkischen Kronheim. Die beiden bekamen in den folgenden Jahren 8 Söhne. Das Familienstandszeugnis, das sich in Simon Einsteins Nachlass im Staatsarchiv Augsburg befindet, nennt sie nacheinander in chronologischer Reihenfolge. Als ersten den 1870 geborenen Samuel, als zweiten Ferdinand, der nur ein Jahr alt wurde, als dritten Ludwig, als vierten Max, als fünften Heinrich, als sechsten Hermann, als siebten Isaac und als achten Moritz, der 1886 geboren wurde. In dem Jahr, in dem sein jüngster Sohn zur Welt kam, meldete sich Simon Einstein beim Gewerbeamt offiziell als Viehhändler an und erweiterte damit sein berufliches Tätigkeitsfeld. Als seine Söhne die Weichen für ihre Zukunft stellen mussten, entschieden die meisten, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Samuel, Ludwig, Hermann und Isaac wurden auch Metzger und Viehhändler. Sie handelten zunächst noch mit ihrem Vater, bis dieser 1906 starb. Moritz verschrieb sich nach dessen Tod, als er volljährig geworden war, ebenfalls dem Viehhandel. Max und Heinrich ließen sich zum Kaufmann ausbilden. Von Simon und Babette Einstein existieren keine Fotos. Auf dem jüdischen Friedhof in Grigshaber bewahren aber die beiden Gräber, die Sie auf den Fotos sehen, bis heute ihr Andenken. Von den Brüdern kann ich Ihnen verschiedene Fotos zeigen. Auf diesem aus dem Jahr 1919 sehen Sie alle 7 mit ihren Ehefrauen, sofern sie schon verheiratet waren, sowie auch mehrere ihrer Kinder. Das Foto entstand bei der Bar Mitzwa von Samuels Sohn Siegfried,
der vorne im Anzug auf dem Boden kniet. Er wurde 1919 13 Jahre alt und damit religiös volljährig, was die Großfamilie traditionsgemäß feierte. Aus dem Viehhandel, den Simon Einstein und seine Söhne betrieben, entwickelte sich die Zucht- und Schlachtviehhandlung Gebrüder Einstein. Das Gründungsjahr geht aus den erhaltenen Unterlagen nicht hervor. Bis auf Max Einstein, der für eine andere Firma in Augsburg arbeitete, stiegen alle Brüder in das Familienunternehmen ein. Mit dieser Anzeige warben sie 1932 im Adressbuch von Augsburg für ihre Viehhandlung, die zu den renommiertesten in Schwaben zählte. Der Firmensitz war in der Ulmer Straße 139. Das Haus, das Sie auf dem Foto sehen können, existiert heute nicht mehr. Es gehörte Ludwig Einstein, der mit seiner Familie auch darin wohnte. Eine Zeit lang gab es im Erdgeschoss einen Laden, in dem Fleischwaren verkauft wurden. Hinter dem Haus standen mehrere Ställe zur Versorgung des Viehs, mit dem die Firma handelte. Sie sind teilweise erhalten, werden aber nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Die laufenden Geschäfte der Firma erledigten die Brüder in Arbeitsteilung. Heinrich Einstein fungierte als kaufmännischer Leiter. Die fünf anderen Brüder betrieben den eigentlichen Viehhandel. Dabei war jeder für einen bestimmten Bezirk im Handelsgebiet der Firma zuständig, das bis ins Allgäu reichte. Die Firma hatte zwei Filialen in Schongau und im 15 Kilometer nördlicher gelegenen Denklingen, die auf dem Firmenbriefpapier rot hervorgehoben wurden. Mit diesem Schreiben hier beantragten die Brüder im Juni 1920 beim Augsburger Stadtrat die Erlaubnis zur Ausübung des Pferdehandels, was ihnen genehmigt wurde. Im Stadtarchiv sind die Ausweiskarten überliefert, die Samuel, Ludwig, Hermann, Isaac und Moritz zum Handel mit Zucht- und Nutzpferden berechtigten. Nach einem Jahr gaben sie ihn allerdings schon wieder auf und konzentrierten sich auf den Handel mit Rindern. Seitdem bezeichneten sie ihren Betrieb auch nicht mehr als Metzgerei. Moritz Einstein hat seinen Ausweis mit einem Foto versehen lassen, das ihn als Unteroffizier zeigt. Abgesehen vom Ältesten waren die Einstein-Brüder alle als Soldaten im Ersten Weltkrieg im Einsatz. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg rief Ludwig Einstein 1908 den Verein der Viehhändler von Schwaben und Neuburg mit ins Leben. Er gehörte 14 Jahre zum Vorstand des Berufsverband der schwäbischen Viehhändler, zunächst als zweiter Vorsitzender, so wie es 1908 in den Statuten festgehalten wurde, später als erster Vorsitzender. Als er 1922 aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, wurde Heinrich Einstein sein Nachfolger, der bis dahin als Kanzler fungiert hatte. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Einsteins war stark. Die Brüder und ihre Familien hatten auch privat engen Kontakt miteinander. Sie wohnten alle nur ein paar Gehminuten voneinander entfernt in der Ulmer Straße in Kriegshaber. Samuel Einstein, dem Ältesten, gehörte das Anwesen in der Ulmer Straße 121, das jetzt im Süden an die Familie Einsteinstraße angrenzt. Er wohnte dort zunächst mit seiner Frau Therese und ihren beiden Söhnen. Nach Thereses Tod lebte seine zweite Frau Camilla bei ihm. Ludwig Einstein lebte mit seiner Frau und seinen vier Kindern, wie schon erwähnt, in der Ulmer Straße 139. Das Foto von ihm auf seinem Pferd wurde dort im Mai 1936 vor den Ställen aufgenommen. Hermann Einstein lebte mit seiner Frau Mina und seiner Tochter Brunhilde zur Miete in der Ulmer Straße 151. Auf diesem Ausflugsfoto aus dem Jahr 1928 ist die ganze Familie auf den vorderen Stufen zu sehen. Brunhilde trägt das weiße Kleid mit der schwarzen Schleife. Neben der Familie von Hermann ist auch die von Isaac abgebildet. Isaac und seine Frau Ida stehen hinten auf der Treppe, ihre Tochter Beate vorne in der Mitte. Wer die Frau in der zweiten Reihe ist, ist unklar. Isaac war zusammen mit Moritz Eigentümer des Anwesens in der Ulmer Straße 185. Der Klinkerbau, den ihre Mutter 1906 errichtet hat, nachdem sie Witwe geworden war, existiert bis heute so, wie er auf diesem Foto aus dem frühen 20. Jahrhundert abgelichtet wurde. Isaac, Ida und Beate wohnten im ersten Stock. Moritz und seine Frau Lydia
lebt mit ihren beiden Kindern Siegbert und Liese im Erdgeschoss. Sie teilten sich die Wohnung mit Heinrich, der ledig blieb. Jahrelang lebte auch Max bei ihnen, der erst 1938 heiratete. Auf diesem Foto vom August 1925 sehen Sie Max mit Siegbert und Liese. Dieses Bild zeigt die Geschwister mit ihrer Mutter Lydia und Onkel Heinrich. Es entstand um 1929 während eines Urlaubs am Kochelsee. Als Liese Fischer, wie Liese als verheiratete Frau hieß, 2012 vom Jüdischen Museum Augsburg-Schwaben nach ihren Erinnerungen befragt wurde, berichtete sie, dass ihre Eltern mit ihr und Siegbert in den Schulferien meistens Reisen unternahmen, zum Beispiel an den Bodensee oder in die Alpen. Zwischendurch fuhr die Familie auch immer wieder zum Schwimmen an die bayerischen Seen. Dieses Bild entstand im August 1935 am Ammersee. Sie sehen darauf hinten in der Mitte Ida und rechts neben ihr ihre Tochter Beate. Die beiden Kinder sind wahrscheinlich Siegbert und Liese. Auf die Schulen, die die Einstein-Kinder besuchten, kann ich in diesem Kurzvortrag nur exemplarisch eingehen. Liese war 1931 das letzte Familienmitglied, das in der Grundschule in Krixhaber eingeschult wurde. Auf dem Foto ist sie zusammen mit den anderen ABC-Schützen dieses Jahres links in der zweiten Reihe zu sehen. Nach der vierten Klasse wechselte sie auf die Maria-Theresia-Schule im Stadtzentrum, auf die auch drei Cousinen von ihr gingen. Liese musste die Schule im November 1938 verlassen, nachdem jüdischen Kindern der Besuch öffentlicher Schulen verboten worden war. Ihre Cousine Beate konnte 1933 noch Abitur machen. Hier sehen Sie ihr Abschlussfoto, das sie als Dritte von links in der zweiten Reihe zeigt. Die Familie Einstein führte ein traditionelles jüdisches Leben. Deshalb waren die jüdischen Bräuche und Feste selbstverständlicher Bestandteil ihres Alltags. Die Brüder und ihre Familien ernährten sich koscher, hielten den Schabbat als Ruhetag ein und besuchten am Wochenende und an den Feiertagen die Synagoge in Krixhaber. Auf dem Foto sehen Sie den Innenraum der Synagoge mit der Ausstattung nach der letzten Renovierung von 1913. Die Einstein-Brüder kümmerten sich nach dem Zusammenschluss der Krixhaberer Jüdinnen und Juden mit der Innenstadtgemeinde weiter um die mit der Synagoge verbundenen Angelegenheiten, auch wenn sie keine offiziellen Ämter mehr innehatten. So finanzierten sie auch den Vorbeter, der die Gottesdienste in den 1930er Jahren leitete. Solange die jüdische Gemeinde in Krixhaber noch selbstständig war, fungierten Ludwig und Heinrich Einstein jahrelang als Vorstand. Ludwig Einstein bekleidete auch Ämter in der bürgerlichen Gemeinde Krixhaber. Er gehörte zu den Gemeindebevollmächtigten und war einer von vier Waisenräten. Auch die anderen Familienmitglieder engagierten sich außerhalb der jüdischen Gemeinde für das Gemeinwohl. Zu den Vereinen und sozialen Einrichtungen, in denen sie aktiv waren, zählten die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz. Als der Frauenverein vom Roten Kreuz 1930 in der Ober- und Osterfeldstraße 12 das Schwesternheim St. Elisabeth eröffnete, durfte Liese Einstein als Blumenmädchen mitwirken und sich zur Erinnerung an die Feier auch mit den anderen Gästen fotografieren lassen. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten bedrohte die Brüder und ihre Familien nicht sofort in ihrer Existenz, obwohl die Umsätze der Viehhandlung danach spürbar zurückgingen. Dank der Landwirte, die ihre bewährten Geschäfte mit den Einsteins zunächst nicht aufgeben wollten, kamen die Brüder über die Runden. Der Verein der Viehhändler von Schwaben und Neuburg wandte sich sofort von seinen jüdischen Vorstandsmitgliedern ab. Heinrich Einstein sah sich im April 1933 zum Rücktritt von seinem Amt genötigt. Durch den Respekt, den die Brüder in ihrem persönlichen Umfeld weiterhin erfuhren, hatten sie aber trotz der zunehmenden Diskriminierung nicht das Gefühl, ernsthaft gefährdet zu sein. Deshalb planten sie keine Emigration, im Unterschied zu ihren älteren Kindern, die Deutschland nach und nach verließen. Die Söhne von Samuel emigrierten nach Palästina. Die drei noch in Deutschland lebenden Kinder von Ludwig gingen zu ihrem Bruder Max, der bereits 1926 nach Südafrika ausgewandert war.
Nach dem Tod ihres Vaters im Oktober 1936 konnten auch ihre Mutter Sophie zu ihnen kommen. Auf dem Foto vom August 1933 sehen Sie Ludwig und Sophie Einstein mit ihren Kindern vereint. Vorne rechts neben den Eltern sitzt Sigmund. In der zweiten Reihe stehen von links nach rechts Max, Cecilia mit ihrem Sohn, Erna und Cecilias Ehemann. Die Ereignisse um die Pogromnacht im November 1938 machten den verbliebenen Einstein-Brüdern ihre bedrohte Lage bewusst. Wenig später verloren sie mit der Zwangsliquidierung der Viehhandlung ihre Existenzgrundlage. In den folgenden Monaten versuchten sie alles, um gemeinsam ins Exil gehen zu können. Ihre Bemühungen blieben jedoch vergeblich. Moritz und Lydia Einstein entschieden deshalb, ihre Kinder mit einem Kindertransport nach Großbritannien in Sicherheit zu bringen. Auf dem Foto können Sie Moritz und Lydia vorne rechts sehen. Neben ihnen stehen Sigbert und Lise und dahinter Heinrich Einstein. Die Aufnahme entstand im Juli 1939, kurz bevor sich die Familie trennen musste. Sigbert Einstein starb 7 Monate später in England an einer zu spät behandelten Infektionskrankheit, die zu einer Herz-, Lungen- und Nierenentzündung führte. Nach dem Verlust ihres Bruders standen Lise ihre Cousinen Beate und Brunhilde zur Seite. Den beiden war es ebenfalls gelungen, nach Großbritannien zu entkommen. Die Nachricht vom Tod ihres Sohnes erschütterte Moritz und Lydia Einstein tief. Sie erreichte sie in einer Zeit, in der sich die Lage der zurückgebliebenen Familienmitglieder nochmals verschärfte. Seit Anfang 1940 mussten die noch lebenden Brüder Zwangsarbeit in Augsburger Betrieben leisten. Im Februar 1942 wurden auch Lydia und Mina dazu verpflichtet, im April folgte Ida. Zu den Entbehrungen und Sorgen, die das Leben für die 10 noch in Krixhaber wohnenden Familienmitglieder immer unerträglicher machten, kam die Angst vor den Deportationen. Im Frühjahr 1942 mussten Max, seine Ehefrau Johanna, Heinrich und Samuels Witwe Camilla von ihren Verwandten Abschied nehmen. Sie wurden Anfang April in das Transitghetto Piaski bei Lublin deportiert, wo sie alle ums Leben kamen. Im Mai 1942 wurden Isaac und Moritz zum Verkauf ihres Anwesens in der Ulmer Straße 185 gezwungen. Kurz danach mussten sie mit ihren Ehefrauen in sogenannte Ghettohäuser umziehen, in denen auch in Augsburg die jüdische Bevölkerung zusammengezogen wurde. Moritz und Lydia Einstein lebten seit Juni 1942 in der Wohnung im Erdgeschoss der Synagoge in Krixhaber, die auch in eine Zwangsunterkunft für Jüdinnen und Juden umfunktioniert worden war. Das Foto, das Sie gerade sehen, ist auf der Rückseite mit dem 15. November 1939 datiert. Es ist die letzte Aufnahme der beiden, die ihre Nachfahren besitzen. Hermann und Mina Einstein wurden im September 1942 ebenfalls im Erdgeschoss der Synagoge einquartiert. Von ihnen ist kein Porträt erhalten. Das Foto von Isaac und Ida Einstein, das Sie gerade sehen, entstand vermutlich im Frühjahr 1939. Sie mussten ihre letzten Monate in Krixhaber im Ghettohaus in der Ulmer Straße 207 schräg gegenüber der Synagoge verbringen. Die 3 Einstein-Ehepaare wurden im März 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert, wo sie alle ermordet wurden. Seit Juni 2017 machen Erinnerungsbänder an den letzten freiwilligen Wohnorten der 10 ermordeten Mitglieder der Familie Einstein in der Ulmer Straße auf ihr Schicksal aufmerksam. Sie wurden von ihren Nachfahren gestiftet, die heute in den Vereinigten Staaten, Kanada, Schottland, Israel, Südafrika und Australien leben. Bei der Einweihung der Erinnerungsbänder waren über 20 Nachkommen anwesend. Lise Fischer wäre auch gerne dabei gewesen, als die Bänder für ihre Eltern, Tanten und Onkel installiert wurden. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie aber nicht aus den USA kommen. Sie besuchte Augsburg im November 2012 zum letzten Mal, als sie in der Lebenslinienreihe des Jüdischen Museums als Zeitzeugin zu Gast war. Dieses Foto zeigt sie mit einer der Schulklassen, mit denen sie damals über ihre Lebens- und Familiengeschichte sprach.
Die Gedanken und Wünsche, die diese Fischer mit der Einweihung der Erinnerungsbänder verband, fasste sie in einem Grußwort zusammen. Daraus möchte ich zum Abschluss dieses Vortrags einen Auszug zitieren. Familie und Gemeinde waren den Brüdern Einstein und ihren Familien äußerst wichtig. Trotz ihrer natürlichen Bescheidenheit waren sie stolz darauf, einen integralen Bestandteil sowohl der jüdischen Gemeinde von Kriegshaber und Augsburg als auch der Gesellschaft als Ganzes zu bilden. Einige ihrer Beiträge waren sehr öffentlich. Vieles, was sie taten, fand aber auf einer stilleren, persönlicheren Ebene statt. Und zwar so still, dass ich von vielen ihrer Wohltaten erst 2012 während meines letzten Besuchs in Augsburg erfuhr. Man hat mir zum Beispiel erzählt, wie sich meine Mutter am Kauf eines Erstkommunionkleids für die Tochter eines Nachbarns beteiligte oder davon, wie mein Vater die Witwe eines Freundes und deren Familie finanziell unterstützte. Das, hoffe ich, ist das Vermächtnis, das meine Familie den Menschen in Kriegshaber und Augsburg hinterlassen hat.